Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Kürzlich habe ich 14 Tage mit frisch gepressten Säften und Wasser gefastet und ich habe ab dem 6. Tag einfach mal mitgefilmt, welche Säfte ich an 6 oder 7 Tagen trinke. Also das ist kein Food Diary im klassischen Sinne, sondern ich würde es mal als Juice Diary bezeichnen, indem ihr seht, welche frisch gepressten Säfte ich an 6 oder 7 aufeinanderfolgenden Tagen während meines Fastens getrunken habe. Diesmal war es ein besonderes Fasten, denn ich habe diesmal grüne Pulver mitverwendet. Unser lieber Mitbewohner, der Henry, der hat zeitgleich mit mir gefastet, der hat sogar noch länger gefastet, ich glaube 30 Tage. Und er liest auch immer ganz viel im deutsch- und englischsprachigen Raum übers Fasten, um sich neue Inspirationen zu holen. Und da hat er den Tipp gefunden, grüne Pulver während des Fastens mitzuverwenden, um sich gut mit Mineralstoffen zu versorgen, die bei der Entgiftung benötigt werden. Und so habe ich diesmal 3 verschiedene grüne Pulver verwendet, und zwar mein geliebtes Grassaftpulver, welches ich schon seit ein paar Monaten regelmäßig zu mir nehme. Dieser Gras oder dieses Pulver besteht aus getrocknetem Gersten- und Kamutgras, und ich muss sagen, das ist mein absoluter Favorit. Da habe ich auch so eine kleine Sucht entwickelt, das könnte ich auch fast so löffeln, aber meistens nehme ich es mit reichlich Wasser zu mir. Und dann habe ich noch die Mikroalgen Chlorella und Spirulina als Pulver zu mir genommen, mit Kokoswasser vermixt. Und ich muss sagen, gerade in Phasen, wenn man ein bisschen down ist oder wenn man merkt, die Toleranzgrenze, die sinkt ganz weit nach unten, man ist gestresst, gerade als Mama mit Kindern hat man ja nie Pause. Und ich habe dann immer am Abend gemerkt, wow, das wurde ein bisschen kritisch. Und dann habe ich mir einfach Chlorella und Spirulina genommen, mit Kokoswasser gemixt, mich irgendwo 20 Minuten hingesetzt und das in Ruhe gelöffelt und getrunken. Da entsteht nämlich beim Mixen, wenn man das so eine halbe Minute mixt, so ein Schaum. Und danach ging es mir wirklich besser und ich war wieder mehr in meiner Kraft. Das war wirklich eine interessante Erfahrung während dieser Fastenkur. So, jetzt geht es aber wirklich los mit den frisch gepressten Säften und den Pulvermixturen. Bis bald, eine schöne Zeit euch. Heute ist mein 6. Fastentag, es ist gegen 13 Uhr. Ich nehme die erste Flüssigkeit zu mir, meinen ersten frisch gepressten Saft. Das ist ein Kurkuma-Ingwer-Zitronen-Orangensaft mit reichlich destilliertem Wasser verdünnt. Und den werde ich jetzt so in den nächsten 1-2 Stunden trinken. Immer so in kleinen Portionen. Ich habe hier so ein kleines Gläschen, das werde ich mir voll gießen. Jetzt hier in dieser Flasche passt ca. 700 oder 750 Milliliter rein. Ich habe schon 2 kleine Gläser getrunken oder 3. Insgesamt waren es ca. 1 Liter Saft. Gegen 18 Uhr gibt es für mich den 2. Saft. Das ist Grassaft aus Kamut und Gerste. Ca. 3 Teelöffel Grassaftpulver mit ca. 600 Milliliter Wasser verdünnt. Ich verwende dieses Grassaftpulver. Gegen Abend trinke ich jetzt eine Mischung aus 750 Milliliter Kokoswasser, einem gehäuften Teelöffel Spirulina und einem gehäuften Esslöffel Chlorella. Das löffel und trinke ich gleich hier aus dem Mixbehälter. Heute ist mein 7. Fastentag. Es ist gegen 15.30 Uhr. Ich nehme jetzt die erste Flüssigkeit zu mir in Form eines frisch gepressten Saftes, der aus Boxhornkleesprossen besteht. Eine Stunde später gibt es den nächsten frisch gepressten Saft, auch mit Sprossen, diesmal Alfalfa-Sprossen. Und diesmal habe ich noch dazu entsaftet Gurke, Äpfel und Ingwer. Das ist ein Saft aus violetten Möhren. Ich war heute mit meinem jüngsten Sohn 5-6 Stunden unterwegs und habe mir heute Morgen in der Eile ein bisschen was für mein Fasten zusammengemischt und habe es dann ganz vergessen mitzufilmen. In der großen Flasche war Wasser, das ich mit 3 Teelöffel Grassaftpulver verrührt habe. Und in der kleinen Flasche befand sich frisch gepresster Grapefruitsaft. Ich trinke jetzt einen Saft aus einer Gurke, 4 Stangensellerie und Erbsengrün, selbstgezogenes Erbsengrünkraut. Ich trinke jetzt knapp 1 Liter Kokoswasser, welches ich mit 1 Teelöffel Spirulina-Pulver und 1 Teelöffel Chlorella-Pulver gemixt habe. Gegen 13 Uhr gibt es ca. 750 Milliliter destilliertes Wasser mit 3 gehäuften Teelöffeln Grassaftpulver. Das habe ich gut vermischt. Heute Vormittag habe ich auch schon ein bisschen Wasser getrunken. Für mich gibt es jetzt das Kokoswasser einer Trinkkokosnuss. Ich bereite mir gerade mit dem Angel Juicer einen Saft aus Wurzelgemüse zu, rote Beete und Möhre. Da war noch Limette und Ingwer dabei. Die beiden Zutaten habe ich schon entsaftet
Gerade eben gab es einen grünen Saft für mich, das habe ich ganz vergessen mitzufilmen. Der bestand aus einer Gurke, 4 Selleriestangen und 2 Handvoll Erbsengrün. Wir haben seit kurzem den Angel Juice in unserer Rohkostküche, in unserer veganen Küche. Dieser Entsafter gehört unserem Mitbewohner, dem Henry, und wir können ihn jetzt hier mittesten. Dieser Entsafter ist wirklich phänomenal. Ich habe schon ganz fantastische Dinge über diesen Entsafter gehört und jetzt kann ich selber nachprüfen. Die Saftausbeute ist wirklich enorm. Schaut mal, der Trester, gerade hier von den Möhren, der ist wirklich sehr, 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 sehr trocken. Also eine sehr, sehr gute Saftausbeute und der Saft schmeckt einfach auch anders, wenn er hier mit diesem Entsafter entsaftet wird. Der Angel Juicer besteht ja komplett aus Edelstahl und hat dementsprechend auch einen stolzen Preis. Allerdings gibt es ja glücklicherweise die Möglichkeit einer besonderen Finanzierung. Also man kann sich diesen Angel Juicer auch auf Ratenzahlung kaufen. So hat es auch der Henry gemacht. Und falls ich mir auch mal den Angel Juicer zulege, werde ich das auch in Anspruch nehmen. Ihr findet den Link zum Angel Juicer unten in der Infobox. Ich habe jetzt diesen Wurzelgemüsesaft nochmal entsiebt, also auch beim Angel Juicer. Gerade wenn man fastet, bietet es sich an, den Saft nochmal zu filtern, damit man wirklich nur den Saft hat und keine Ballaststoffe. Und ich trinke jetzt diesen tollen Möhren-Rote-Bete-Limette-Ingwersaft. Ich trinke jetzt eine kleine Portion frisch gepressten Saft aus Apfel- und Sonnenblumenkerngrün. Für mich gibt es jetzt eine Tee-Holunder-Minze. Gegen 13 Uhr trinke ich wieder mein Lieblingsgetränk. Das sind ca. 750 ml Wasser mit 3 Teelöffel Grassaftpulver aus Kamut und Gerste vermischt. Das ist ein Saft aus roter Beete, Stangensellerie und Fenchel. Ich trinke jetzt 1 Liter frisch gepressten Saft, der reichlich mit gereinigtem Wasser verdünnt wurde. Der Saft besteht aus 2 Zitronen, einer Orange, 50 Gramm Ingwer und 25 Gramm frischem Kurkuma. Für mich gibt es jetzt frisch gepressten Weizengrassaft. Ich trinke jetzt frisch gepressten Gerstengrassaft mit Kokoswasser. Ich trinke jetzt knapp 1 Liter gereinigtes Wasser. Dieses Wasser habe ich mit 5 Teelöffel Grassaftpulver vermischt. Dieses Grassaftpulver besteht aus Gersten- und Kamutgras.